ich bin die Nadine, ich spiele hier beim FC Ingolstadt in der ersten Mannschaft und am Wochenende geht es gegen einen Club, steht das Derby vor der Tür, genau. Wie geht's aus? Wir gewinnen natürlich, ich sage 2-0 für uns. Okay, wie war das Training heute? War es ein bisschen was anderes, war es ein bisschen anstrengender oder? Ja, es ist, also man merkt auf jeden Fall, es ist ein gutes Tempo drin, also jeder hat voll Spaß und macht mit und engagiert sich, also macht richtig Spaß heute. Hast du einen Lieblingsspieler? Sonny Kittel. Ja, also ja. Besondere Überraschung, dass er heute da ist. Genau. Drei Schanzer Profis nutzten die spielfreie Zeit, um ein Versprechen einzulösen. Sonny Kittel, Thomas Pledel und Fabian Buntitsch trainierten für einen Abend die Frauenmannschaft des FC Ingolstadt 04. Ja, servus Thomas Pledel, heute in anderer Funktion als Trainer der Frauenmannschaft für einen Abend. Wie stellen sich die Mädels denn an? Ja, die machen es sehr gut. Man sieht, die haben alle technisch was drauf. Es ist guter Fußball, der gespielt wird und von daher ist auch eine schöne Abwechslung mal. Wie ist es für dich denn, mal so zuzugucken und nicht selber auf dem Platz zu stehen, sondern mal so ein bisschen Übungseinheiten zu leiten? Kriegt man da auch ein bisschen ein Gefühl, wie der Cheftrainer sich fühlt? Ja, es ist schon ein bisschen was anders, als wenn man dann direkt auf dem Platz mitwirken kann und ja, sag ich mal, selber der Aktive ist. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie sich das ein bisschen anfühlt als Trainer. Und ja, ist eine schöne Erfahrung. Vielleicht stehe ich ja irgendwann auch mal in so einer Position. Ihr habt heute mit Fabian Buntitsch trainiert, beziehungsweise der hat euch trainiert von den Profis. Ihr kennt ihn sicher. Wie war es denn? Ist es ein bisschen anstrengender? Ist es ein bisschen anders als euer normales Training? Ja, es ist immer was anderes und Besonderes, mit so einem Profi zu trainieren. Anstrengender war es jetzt nicht. Wir sind ja ganz gut in Form, aber es war auf alle Fälle cool und mal eine gute Erfahrung. Kam die Idee von euch, mal mit den Profis zu trainieren oder kam der Wunsch von euch oder wer hat das ausgemacht? Ich glaube sogar, dass das als Weihnachtsgeschenk für uns war oder von dem Trainer Bernd Gastel von unserer zweiten Damenmannschaft. Die haben sich im Trainerteam besprochen und dann haben die das irgendwie untereinander eingefädelt mit unserem anderen Trainer Johann Herler, der hatte ein paar Connections und dann ging das irgendwie. In welchen Mannschaften spielt ihr? Beide bei den Damen 1. Und was habt ihr euch noch vorgenommen die Saison? Ja, wir sind derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen natürlich als Mannschaft so die beste Leistung abrufen und dann schauen wir mal, wo es hingeht.